Herzlich willkommen wieder zurück zum nächsten Let's Play Part von Tormentum Dark Sorrow, dem Klick, dem Point-and-Click-Spiel. Ja, schauen wir nochmal schnell bei uns im Inventar nach, was wir da haben. Monolith, alles klar, und die Teile. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Kabine und versuchen, die aufzukriegen. Aber er hat ja irgendwie sein Gedächtnis verloren, hat er gesagt. Und können wir nur das eine klicken oder können wir auch mehrere klicken? Ach so, okay. Also wir können alles klicken. Okay, das klappt schon mal nicht. Dann habe ich so die Befürchtung, dass man eventuell dafür ja diesen Code braucht, den er ja meinte, um halt in die Fahrerkabine kommen zu können. Und ich habe echt keinen blassen Dunst, wo das Ding sein sollte. Wo könnte ein Stein sein? Wo die Zahlen eingraviert sind. Ich bin so oft überall schon lang gegangen. Ja, hier sind wir wieder bei Mrs. Weasel. Ihr haben wir ja die Krone gegeben. Und hier sehe ich auch nichts mit irgendwelchen Zahlen oder Ziffern oder irgendwelchen Sachen. So, den Block da rein. Und das ist wohl für den Zug. Und das könnte für den Monolithen dann sein, glaube ich. Schmeißen wir mal rein. Jetzt bewegen wir. Hey, cool. Der Monolith hat eine andere Form angenommen. Er ist durchsichtiger geworden. Cool. Jetzt haben wir den Monolithen. Was sind ja die Fahrzeugteile? Braucht man ja nicht reinschmeißen. Ta 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 ta. Ja, es scheint ein Teil des Ventilationssystems zu sein. Das Fach ist leer. Ich habe echt gerade keinen blassen Schimmer, wo das sein sollte. Wir brauchen ja irgendwie den Code halt, damit wir ja da weiterkommen können. Was man natürlich nur machen kann, ist eventuell rätseln, ja, wie das ist. Jetzt erstmal. Aber hier ist auch nichts. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht in der Umgebung hier. Ja, der Zug, der mich zu den Blablabla. Das hatten wir auch schon alles. Ja, die Tür ist verschlossen zu dem und so weiter und so fort. Das hat er uns schon alles erzählt im letzten Let's Play Part. Haben wir irgendwie vielleicht was notiert oder so, ohne es zu merken? Nee, das ist ja schon... Ach, ist ja alles schon von Zeiten, da waren wir ja noch im Schloss drin, ne? Nee, 9, 9, 9. Ja, die Tür ist verschlossen. Zudem bedarf der fehlenden Teile für den Maschinenraum, der Energiezellen und so weiter und so fort. Ja, die Energiezelle, die haben wir ja. Den roten Monolithen, den gepressten. Vielleicht ist es auch eine ganz banale... Ja... Reihenfolge, beziehungsweise nicht Reihenfolge, aber vielleicht ein Muster. Das wäre jetzt lustig, wenn es klappen würde. Nö, aber so haben wir schon mal ein kleines schickes Schachfeld erstellt. Verdammt. Können wir vielleicht irgendwas machen? Nee. Da oben? Nee, das ist nur eine Lampe. Tja, was machen wir jetzt nur? Vielleicht war hier noch was notiert? Nee. Wenn du diese Worte liest, das hatten wir auch schon im letzten Let's Play Part. Mann. Das ist gar nicht so einfach. Okay. Hey, cool, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet, der Wanderer. Garantiert, weil wir alle... Ja, ich habe mich in die getäuscht. Geh fort. Gehen wir auch schon. Wollen wir auch. Ja, das sieht aus wie der Zug von dem Wanderer aus dem eisigen Tränensprach. Den haben wir ja schon längst gesehen. Vielleicht da ja hinten. Vielleicht können wir irgendwie... Haben wir da drinnen was vergessen. Aber hier ist auch nichts, abgesehen jetzt von dem ganz komischen Symbol, was mir überhaupt nichts sagt. Sieht irgendwie so aus wie so ein...
Ein Alien mit Armen und zwei Brüsten. Ganz grob gesehen. Ganz, ganz grob. Mit sehr viel Vorstellung und eine Menge LSD. Nein. Na, das stimmt. Da war ja dreimal halt die Glocke läuten. Das haben wir auch schon automatisch gemacht. Obwohl diese Gruft, ja, das hatten wir auch schon. Mann. Ich weiß gerade gar nicht, wohin. Aber vielleicht im Turm oben. Weil, hat uns ja irgendwie was gesagt, im Turm. Aber hier ist ja auch nichts mit einem Stein oder so. Also langsam ist man schon so am Verzweifeln. Die Mine scheint seit Jahren nicht mehr. Ja. Na, ist ja ganz schön tricky hier. Da war ja der Vogel, der das Ei bekommen hat von uns. Und die Echse war darüber nicht so sehr erfreut. Ja, die Riese ist leider der Bestie. Papa. Ein perfekter Ort für ein Observatorium. Passiert. Ah, was hast du angestellt? Weißt du, bla. Solche eine Kraft sind falsche Hände. Nun ist es zu spät. Wir können jetzt nur die Folgen abwarten. Ach scheiße, sorry, ich hab das weggeklickt. Wenn nicht, dann macht kurz Pause, wenn ihr das lesen wollt. Ist auch nicht. War gerade so im Rausch, ich möchte unbedingt das lösen. Ja. Tut mir leid, irgendwie ist gerade die Stimme noch räusperig. Ich hab ein bisschen zu wenig getrunken, ist noch am Morgen. Ach. Das ist ein Stein, oder? Okay, wir sind ganz links. Jetzt gehen wir... Ah, cool! Wir haben es gefunden! Auf dem Felsen wurde ein einartiges Symbol... Scheiße. Eingemeißelt. Besser, ich notiere es mir mal. Ich muss mal kurz was trinken, denn meine Stimme ist weg. Um Gottes Willen. Ein Glück habe ich so starke Finger, dass ich mit einer Hand es aufschrauben kann. Zum Glück braucht man ja keine Tastatur dafür. So, wo geht's uns jetzt? Genau, jetzt können wir da hin. Jetzt können wir dann in den kurz so eingeben, wie das war. Das sah aus wie so ein komischer Adler, wie so ein Vogel. Jetzt weiß ich schon gerade nicht mehr. Gucken wir noch schon mal rein. Eine oben, eine unten und zweimal unten links. Eine oben, eine unten und zweimal unten links. Cool. Die Tür zum Maschinenraum ist offen. Sie ist offen. Du hast es also geschafft, die Tür zum Maschinenraum aufzuschließen. Ich gehe und schaue mich hier um. Cool, wir können da rein jetzt. Ja, gehen wir doch einfach mal. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir irgendwelche Maschinenteile. Genau, sobald ich die Energiezelle hergestellt habe, übergebe ich sie dem Zugführer. Also wir müssen garantiert jetzt erstmal die ganzen Teile ihm geben, wie scheint. Wie hast du es geschafft, sie herzustellen? Das Metall, aus dem man sie abschmelzen kann, ist sehr selten und deswegen auch überaus wertvoll. Wir sind einfach nur awesome. So, die Teile für den Zugführer. Oh, wo hast du sie gefunden? Jo, ich mach mich sofort ans Werk. Bam, 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 bam. Und jetzt nur noch der Schein. Der Fahrschein ist in einem guten Zustand. Ich hoffe nur, dass es gelingt, die Route zu entschlüsseln. Jetzt wollen wir mal gucken. Cool, funktioniert. Also kann ich nun den Zug in Gang setzen. Alle Mann an Bord. Wer los will, muss ich jetzt auf die Beine machen. Wir haben auch das ging gerade so schnell. Ich konnte gerade nicht lesen und die Errungenschaft angucken. Mit einsteigen, Türen schließen, Endstation, eisige Tränen. Meine Bemühungen haben sich bezahlt gemacht. Endlich verlasse ich diesen fürchterlichen Ort. Während der Fahrt hat mich derselbe Skulptur mit den ausgestreckten Händen in meinen Träumen verfolgt. Plötzlich haben mich klirrende Kälte geweckt. Ich sah Schneeflocken, die durch die Fenster in den rasenden Zug eindrangen. Ich war mir sicher, dass ich mich auf meinem Ziel näherte. Dass ich mich meinem Ziel näherte. Tut mir leid. So, wir sind an der Endstation angekommen. Wie du siehst, herrscht hier recht schroffe Wetterverhältnisse. Ja, ist ein bisschen kalt geworden. Da kommen die Nippel raus. Die Kraft der Energiezelle, die du mir gegeben hast, hat nur für eine Reise ausgereicht. Wie du siehst, endet auch meine Reise hier. Das tut mir leid. Ich hoffe, du findest an diesem Ort das, was du suchst. Hoffe ich auch mal. Jo, hat er noch was zu erzählen? Ich glaube eigentlich nicht. Das war's, oder? Ja, das war's. Cool. Wir sind hier irgendwie angekommen. Die Flammen sehen echt super aus.
Ironie. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Hier sind komische Viecher. Sind die nett? Sind die nicht so nett? Weiß nicht. Ich habe Angst, einen anzusprechen. Ich will keinen ansprechen. Nicht, dass die irgendwie auf uns losgehen. Scheinbar finden hier militärische Übungen statt, ob das Dorf sich auf einen Kampf vorbereitet. Wenn du hier durch möchtest, komm morgen früh. Heute wird es nicht mehr möglich sein. Alles klar, kein Problem. Ganz ruhig, Brauner. Dann gehen wir mal einfach mal nach rechts lang. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch so ein Schloss und so ein... Ja, ich habe den Befehl, niemanden hochzulassen. Befehl ist Befehl. Sprich mit unserem Hauptmann. Jawohl! Was haben wir denn hier? Ein Schloss. Das Tor ist verschlossen. War ja klar. Wir können auch noch weiter nach rechts gehen. Cool. Ah, hier ist ein Haus. Oh, wen haben wir denn hier? Eine löchrige, leere Schüssel. Sei gegrüßt, Reisender. Bestimmt suchst du auch nach dem Ort der Erlösung, so wie alle anderen, die hier ankamen. Der Weg dorthin ist kein Problem. Schwieriger wird es beim Aufwecken dieses Ortes. Lasst uns aber drin weitersprechen. Komm herein in meine bescheidenen vier Wände. Ja, machen wir. Das ist garantiert schön warm. Ja, Qualm steigt schon aus. Oh, sieht ja nett aus. Die alten Bücher besagen, dass die alte Skulptur nur dann zum Leben erweckt, wenn man ihr steinernes Herz mit einem Schwert aus Sternenerz durchstößt. Sternenerz. Oh, Sternenerz, woher bekommen? Es zu finden wird aber keine leichte Aufgabe. Denn für die Einwohner des Dorfes ist es sehr wertvoll. Viele Narren waren schon vor dir hier und haben es versucht. Sie achten aber nicht auf die Sorte des Erzes, aus dem das Schwert geschmiedet werden muss. Verdammt, Bendova, warum musst du jetzt Payday spielen? Tja. Das Rohmaterial ist das eine. Wie aber das geschmiedete Schwert aussehen soll, das weiß ich nicht. Vor langer Zeit habe ich beim Bau der Kathedrale, die sich auf den Feldern vor dem Dorf befindet, geholfen. Dort wohnt ein alter Greis. Ich weiß nicht, wie viel Wahnsinn und wie viel Wahrheit in seinen Geschichten steckt, aber möglicherweise könnte er dir helfen. Mhm. Du sollst die Suche nach den benötigten Elementen morgen beginnen. Schlafe heute erst bei mir in der Hütte. Bald kommt die Dämmerung und es ist besser, zu dieser Uhrzeit nicht hinauszugehen. So. Achso, wir schlafen automatisch. Ich dachte, wir können uns hinlegen. Im Feuer im Kamin fand ich Trost. Meine Augen begannen sich langsam selbst zu schließen. Im Traum habe ich eine Frauenstimme gehört. Es schien, als ob sie mich zu sich gerufen hat. Ich lief in Richtung der Skulptur, aber ich kam nicht her. Ganz im Gegenteil, sie entfernte sich immer mehr. Ich blieb endlich erschöpft stehen und schaute auf meine Hände. Sie triefen vor Blut. In diesem Augenblick weckte mich die Stimme der Schmiedes. Hey Süßer, aufstehen! Ah, ja, garantiert so. Na, Schnucki, hier sind Pfannkuchen, Kaffee mit Milch und Zucker. Ach, nee. Kling, kling. In der Nacht hat jemand erlähmenden Nebel im Dorf versprüht. Man weiß nicht, wer für diese schändliche Tat verantwortlich ist. Kurze Zeit später kamen die Ritter aus dem Schloss und mit ihnen Schmerz und Feuer. Okay. Was haben wir denn hier? Das ist eine Skizze aus der Zeit, in der Schmied beim Bau der Kathedrale geholfen hat. Das konnte ich gerade noch so lesen. Der Blasebalg und so weiter und so fort. Ja, ist nur ein Blasebalg, aber das ist nicht so wichtig. Was haben wir hier? Ich sehe hier nichts Interessantes mehr. Okay. Ja. So. Es war jetzt echt cool, wie weit wir doch wieder gekommen sind. Wir haben es geschafft, aus der Stadt zu fliehen. Wir sind jetzt woanders angekommen. Bei den Eisernen Tränen oder so. Tränen, bla, Sülz, ja. Und ja, an der Stelle sage ich auf jeden Fall wieder danke fürs Zuschauen von Tormentum Dark Sorrow. Hoffe, ich sehe euch jedenfalls beim nächsten Mal wieder. Und auf jeden Fall dann bis dann.